wie lange, bis wir eine Spur zu Persos haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen. Bell, willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6-Daten. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Wir brauchten die Besten der CIA für SOC und genau deshalb habe ich dich wieder angefordert. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Das reicht. Sims, such den Rest für dich aus.
Danke, Agent Azulay. Die medizinische Ausrüstung ist im Hinterzimmer. Ich muss ein paar dieser alten Negative entwickeln. Du kannst loslegen, wenn du bereit bist. Die Dunkelkammer ist soweit funktional. Ich warte nur noch auf ein paar Lieferungen, um sie fertigzustellen. Wie sieht's aus, Bell? Nun, bin gespannt, von deiner Zeit in Indochina zu hören. So nah an Perseus. Nicht so viel, wie ich gerne wüsste. Ich habe Erfahrung mit anderen wie Perseus. Alles Schachspieler. Ich sage gern den nächsten Zug vorher. Du und ich. Das wäre gut möglich. Ich arbeite schon lange mit anderen Geheimdiensten zusammen. Vielleicht sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Wir reden mal wieder. Bell, du siehst etwas blass aus. Bist du bereit? Gut, du bist in der Liste meiner Lieblinge aufgestiegen. Vorbei an Lazar. Glückwunsch. Dort platzieren wir wichtige Infos. Eine pro Mission. Bilden Verbindungen. Ich will eine rote Linie zu Perseus. Der Unterschlupf? Ich war schon mal eine Weile hier, vor Jahren. Hatten ein paar gemeinsame Job. Es wäre gut für Park, das direkt von uns zu hören. Vielleicht haben wir was übersehen. Du kennst sie erst seit gestern, oder? Ich weiß nicht. Frag einfach sie. Ihr habt vielleicht eine besondere Bindung. Bleib aber professionell. Lass dich wieder blicken. Thank you.
Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Adler? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Adler? Schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? Sind wir frei, uns das Ziel zu schnappen? Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay, Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Die Uhr läuft, Woods. Lassen wir Kasim nicht warten. Hey, Mason! Die Geschenke sind im Kofferraum. Oder wäre sicher? Das Stück Scheiße mag ja viel sein, aber nicht in Sicherheit. Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Wohnung direkt voraus. Es gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Helfen wir ihm, das neue Jahr einzuläuten. Feuer frei, Mason. Los, los, los! Kontakt! Da ist Kasim!
kommen, Kasim. Heineken, wir... Oh. Du darfst, Mason. Hey, hey, halt, halt, halt! Ah. Halt, halt, halt! Mich! Ich mach nur das Geld! Keine Ahnung, wo Arash ist! Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Ihr Amerikaner habt Regeln! Ihr habt Regeln! Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Es wird der Kai. Er trifft jemanden beim Trabzon Flugplatz. Morgen Nacht! Ich weiß es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Das ist nicht... Ah. Gut, verladen wir ihn. Er wird noch früh genug reden. Sag Bescheid, wenn er dabei ein wenig Hilfe braucht. Hudson, wir haben ein Geschenk für dich. Er ist in Trabzon, Türkei. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein.